Aktive und passive Rechnungsabgrenzung. Ich muss gestehen, dass das ein Thema ist, bei dem es Klick machen sollte. Also man sollte durchaus wissen, was man da tut und wozu es dient, um wirklich ja, das Ganze nachvollziehen zu können und sich relativ leicht zu tun. Sobald es mal Klick gemacht hat, läuft das. Keine Sorge, wir bekommen das hin. Here we go. Wir nehmen mal folgendes Beispiel. Wir schließen für einen Zeitraum vom 1. November bis zum 30. April eine Versicherung ab in Höhe von 300 Euro. Das Ding ist jetzt, wir bezahlen diesen Zeitraum, also das sind ja 6 Monate, bezahlen wir komplett vorab. Wir bezahlen direkt diese 300 Euro vorab für die gesamte Laufzeit. Also 1. November bis 30. April. Das ist mein Versicherungszeitraum. Und am 1. November beschließe ich jetzt bereits, diese 300 Euro komplett zu bezahlen. Kann ich machen, dann habe ich das weg. Das Problem ist jetzt das eigentliche. 31. Dezember mache ich meinen Jahresabschluss. Das heißt, ich habe mein G&V-Konto und habe da verbucht 300 Euro Versicherungsaufwand. Das ist problematisch, weil wenn ich eine Laufzeit habe von November bis April, dann fallen 4 Monate von dieser Versicherung erst im neuen Geschäftsjahr an. Ich kann also nicht einfach 300 Euro komplett im alten Geschäftsjahr auf meinem G&V-Konto verbuchen und dann mit meinem Eigenkapital verrechnen, denn eigentlich fallen 4 Monate, was 200 Euro entspricht, erst im G&V-Konto im neuen Geschäftsjahr an. Ich muss also schauen, dass ich von diesen 300 Euro, die ich zu Beginn bezahle, 200 Euro auf ein separates Konto packe, damit die nicht im alten Geschäftsjahr verbucht werden, sondern eben erst im neuen Geschäftsjahr, wo sie hingehören. Und genau hier sind wir bei der Rechnungsabgrenzung. Heißt, diese zwei Konten dienen dazu, und hier folgt jetzt die Begründung, jedes Mal, wenn wir Geld vorab bezahlen oder erhalten, welches aber in diesem Geschäftsjahr noch gar nicht verbucht werden sollte, wie in unserem Fall diese 200 Euro fürs neue Geschäftsjahr, dann nutzen wir diese Rechnungsabgrenzung, nehmen das Geld und packen es auf die Seite, damit es im alten Geschäftsjahr nicht komplett verbucht wird. Eselsbrücke hierzu, AAA steht für aktive Rechnungsabgrenzung. Bei manchen heißt das auch ARAP, dann heißt es einfach aktive Rechnungsabgrenzungsposten, ist aber das Gleiche. Aktiv bedeutet, ich selber mache etwas. In diesem Fall, also jedes Mal, wenn ich bezahle, habe ich mein aktives Rechnungsabgrenzungskonto. Passiv, also PAA steht für passive Rechnungsabgrenzung. Jetzt mache ich selber aktiv nichts, sondern ich erhalte Geld, also brauche ich mein PAA-Konto. Also das wirklich genauso merken, wenn ich vorab Geld bezahle, aktive Rechnungsabgrenzung, wenn ich vorab Geld erhalte, passive Rechnungsabgrenzung. In unserem Fall, wir bezahlen ja diese Versicherung vorab in Höhe von 300 Euro. Das heißt, bei uns ist es so, wir wissen jetzt schon, wir brauchen die aktive Rechnungsabgrenzung. So, ich habe das nochmal aufgelistet. Zeitraum 1. November bis 30. April entspricht also 6 Monate. Ich zahle insgesamt 300 Euro, also ein Monat entspricht 50 Euro. Jetzt bin ich im alten Geschäftsjahr. Im alten Geschäftsjahr fallen 100 Euro theoretisch nur an, weil ich habe ja nur die Monate November und Dezember fürs alte Geschäftsjahr. Was mache ich also zu Beginn? Mein erster Schritt ist ja, dass ich von meinem Konto Bank überweise ich den kompletten Betrag. Also ich bezahle komplett 300 Euro. Diese 300 Euro, da brauche ich ein Gegenkonto und ich bezahle das für meine Versicherungen, also Versicherungsaufwand 300 Euro. Das heißt, mein erster Schritt ist wirklich, ich bezahle die komplette Versicherung. Versicherung an Bank 300 Euro. Jetzt habe ich alles bezahlt. Und jetzt stelle ich es mal nochmal grafisch dar. Wenn ich jetzt weiter nichts tun würde als Unternehmen, dann hätte ich diesen Aufwand in meinem G&V-Konto im alten Geschäftsjahr in Höhe von 300 Euro. Das ist aber nicht richtig, weil es fallen ja nur 100 Euro in diesem alten Geschäftsjahr im G&V-Konto an. So, also, jetzt habe ich 300 Euro verbucht. Von diesen 300 Euro muss ich aber 200 Euro wieder abziehen bei meinen Versicherungen und auf ein separates Konto packen, damit die nicht im alten Geschäftsjahr schon verbucht werden im G&V-Konto. Das genau ist meine Rechnungsabgrenzung. Und zwar in diesem Fall die aktive, weil ich habe aktiv Geld bezahlt. Das heißt, ich nehme diese 200 Euro von meinen Versicherungen, die noch nicht anfallen im alten Geschäftsjahr, und packe die auf mein Rechnungsabgrenzungskonto, auf das aktive.
Das heißt, zweiter Buchungssatz ist dann AAA an Versicherungen 200 Euro. Jetzt habe ich die weggepackt. Jetzt sind die weg von meinen Versicherungen. Wenn ich jetzt meine Versicherung abschließe, habe ich einen Schlussbestand von 100 Euro. Und diese 100 Euro wandern in mein G&V-Konto im alten Jahr, was perfekt ist, weil dann habe ich jetzt im G&V-Konto verbucht die Monate November und Dezember den Versicherungsaufwand in Höhe von 100 Euro. Neues Geschäftsjahr. Jetzt gehe ich ins neue Geschäftsjahr und habe hier noch diese 4 Monate, also Januar, Februar, März und April, die ich schon bezahlt habe, aber noch nicht im G&V-Konto verbucht. Hier habe ich es nochmal aufgelistet. Im alten Geschäftsjahr fallen nur 2 Monate an, also verbuche ich 100 Euro im G&V-Konto. Das haben wir gemacht. Im neuen Geschäftsjahr muss ich jetzt diese 200 Euro, die ich zur Seite gepackt habe, im G&V-Konto verbuchen, weil jetzt fallen sie an. Also nehme ich meine Konten her und auf meinem AAA-Konto liegen ja diese 200 Euro, die ich jetzt extra zur Seite gepackt habe. Und diese 200 Euro nehme ich jetzt und verbuche sie wieder als Versicherungen im neuen Jahr. Also ist mein Schritt im neuen Jahr, ich nehme die 200 Euro vom AAA-Konto zurück zu den Versicherungen. Versicherungen, Aufwandskonto muss im Soll stehen, also Versicherungen an AAA 200 Euro. Jetzt habe ich die im neuen Geschäftsjahr wieder als Versicherung verbucht. Das Versicherungskonto wird am Ende vom Geschäftsjahr abgeschlossen und im G&V-Konto werden 200 Euro für diese 4 Monate Versicherungen verbucht. Und das ist alles. Das ist alles, was die Rechnungsabgrenzung macht. Das heißt, das Geld, das noch nicht verbucht werden sollte, wird auf die Seite gepackt und im neuen Jahr dann erst verbucht. Passive Rechnungsabgrenzung. Hier passiert im Endeffekt genau von der Logik her genau das Gleiche. Nur jetzt muss ich ein bisschen umdenken, weil jetzt erhalte ich Geld, jetzt bin ich passiv. Als Beispiel, nehmen wir mal an, wir erhalten Zinserträge in Höhe von 150 Euro für einen Zeitraum von 31. August bis 28. Februar. Das heißt, es sind wieder 6 Monate, aber wir erhalten vorab schon den kompletten Betrag von 150 Euro, was ja echt nett ist. Das heißt, 31. August bis 28. Februar, das ist mein Zinszeitraum. Für diesen Zeitraum möchte ich 150 Euro Zinsen. Die erhalte ich auch, und zwar direkt am 1. September, also vorab schon für die komplette Laufzeit. Problematik ist wieder, dass am 31. Dezember fällt erneut der Jahresabschluss an und mein G&V-Konto. Und wieder habe ich die Thematik, wenn ich nichts weiter mache, dann werden 150 Euro als Erträge verbucht. Ist aber erneut so ein bisschen falsch, weil Januar und Februar ist ja erst im nächsten Geschäftsjahr. Das heißt, von diesen 150 Euro fallen 50 Euro erst im nächsten Geschäftsjahr an. Und entsprechend sollte ich sie auch erst im nächsten Geschäftsjahr verbuchen. Also muss ich 50 Euro wieder auf ein separates Konto legen, damit die nicht verbucht werden. Hier erneut die Auflistung. Ich bekomme insgesamt 150 Euro für eine Laufzeit von 6 Monaten, also 25 Euro bekomme ich pro Monat. In meinem alten Geschäftsjahr habe ich diese 4 Monate, also habe ich im alten Geschäftsjahr in meinem G&V-Konto stehen mir 100 Euro zu von diesen 150. Immer zu Beginn verbuchen, was wirklich passiert, also den kompletten Betrag. Hier in dem Fall nimmt jetzt meine Bank zu um 150 Euro, weil ich ja direkt im alten Geschäftsjahr den kompletten Betrag erhalte. Also diese 150 Euro landen im Soll bei meiner Bank, die nimmt zu um 150 Euro und ich verbuche das mit dem Gegenkonto Zinserträge, denn dafür habe ich sie ja erhalten. Also ist mein erster Buchungssatz, Bank an Zinserträge 150 Euro. So, jetzt habe ich die verbucht. Grafische Darstellung, wenn ich nichts weiter mache, werden diese 150 Euro als Ertrag im G&V-Konto im alten Jahr verbucht, ist aber falsch, sollten eben nur 100 Euro sein. Was mache ich also? 50 Euro, die erst im neuen Jahr anfallen, muss ich auf die Seite packen. Dieses Mal habe ich Geld erhalten, ich war also passiv, also brauche ich mein PAA-Konto. Ich nehme also diese 50 Euro und verbuche sie auf meinem PAA-Konto, also ist mein Buchungssatz, Zinserträge an PAA 50 Euro. Jetzt habe ich diese 50 Euro weggepackt auf mein separates PAA-Konto. Das heißt, meine Zinserträge haben einen Schlussbestand von 100 Euro und diese 100 Euro werden als Ertrag in meinem G&V-Konto verbucht. Und jetzt geht die Rechnung wieder auf, weil im alten Geschäftsjahr sollten auch nur 100 Euro anfallen, weil ich habe nur 4 Monate Zinszeitraum im alten Geschäftsjahr.
neues Geschäftsjahr. Jetzt habe ich noch 2 Monate übrig, also Januar und Februar. Das entspricht 50 Euro, die ich jetzt noch im G&V-Konto verbuchen muss. Ich habe es erneut hier aufgelistet. Ertrag im G&V-Konto im alten Jahr sind 100 Euro, im neuen Jahr sind es 50 Euro, die jetzt noch bleiben. Diese 50 Euro lagern ja bereits auf meinem PAA-Konto und die nehme ich da jetzt wieder weg. Also ich buche das wieder runter und verbuche es wieder als Zinserträge jetzt im neuen Geschäftsjahr, weil jetzt fallen sie tatsächlich an. Wenn ich jetzt mein Zinsertragskonto abschließe, beziehungsweise hier noch der Buchungssatz PAA an Zinserträge 50 Euro und jetzt kann ich mein Zinsertragskonto abschließen. Und diese 50 Euro gehen jetzt als Ertrag im neuen Geschäftsjahr auf mein G&V-Konto. Und genau das ist auch das Ziel, weil jetzt habe ich für Januar und Februar im neuen Geschäftsjahr diese 50 Euro verbucht. Also es ist wirklich, ich hoffe, es hat Klick gemacht. Es geht wirklich nur darum, ich erhalte vorab Geld oder ich bezahle vorab Geld für einen Zeitraum, der sich ins neue Geschäftsjahr erstreckt. Und das Geld, das erst im neuen Geschäftsjahr anfällt, packe ich auf ein Rechnungsabgrenzungskonto, hole es im neuen Jahr zurück und verbuche es erst dann im G&V-Konto. Das ist der ganze Trick. An dieser Stelle besten Dank fürs Anschauen. Falls ihr noch Themenwünsche habt, ihr dürft die gerne in die Kommentare schreiben, dann tue ich mir ein bisschen leichter nachzuvollziehen, was denn wirklich ja, von euch gebraucht wird. Ansonsten rattere ich einfach meine Themen weiter runter, bis ich irgendwann möglichst alles online habe. Stay cool, den finde ich ganz cool.